So, willkommen zurück hier bei Fallout 4. Ich bin immer noch der Lütz. Das letzte Mal haben wir ja im letzten Teil beim letzten Mal, weil ich immer zuletzt mal sage, komm, ich bin gerade verwirrt vor dieses Teil hier gebaut, was aussieht wie eine Transporterplattform mit irgendwelchen komischen Stäben. Das Ding ist gruselig. Und ich baue das hier einfach mal mitten in die Landschaft. Why not? Aber wir sollen ja jetzt mit Sturgeons reden. Den werden wir jetzt bestimmt wecken, so spät wie das schon ist. Aber egal. Obwohl, so spät ist es auch noch nicht. Sonne ist nicht mal ganz untergegangen. Es wird dunkel und ich denke, ist es Schlafenszeit. Logisch. Sturgis. Wie läuft's? Hast du einen guten Platz für den Signalfänger gefunden? Ja. Da liegt jetzt eine riesige Metallpizza auf dem Boden, also. Ja. Ich hab doch nur gefragt. Kein Grund, gleich so Sprüche zu reißen. Ich glaube, ich habe jetzt verstanden, wie der Rest dieses Apparats funktioniert. Es gibt da noch drei Sachen, die etwas schwerer zu finden sein dürften. Hab sie dir aufgeschrieben. Das restliche Zeug bekomme ich so zusammen. Treffen wir uns am Bauplatz. Dann schauen wir mal, ob wir das Teil zum Laufen bekommen. Ja, was soll man denn holen? Eine Konsole in Streine mit da unten Transmitterschlüssel. Optional, irgendwas von der Telekom. Ja, super. Kannst du mir erklären, wie das Ding genau funktioniert? Ich versuche es mal im Detail zu erklären. Das Ding besteht aus vier Hauptkomponenten. Erstens, eine Steuerkonsole, um den Code einzugeben und das Signal zu verarbeiten. Zweitens, etwas, das er Transmitterschüssel nennt. Das Ding fängt das Teleporter-Signal auf. Drittens, ein Molekularstrahlemitter. Das Teil ist ziemlich kompliziert, aber vereinfacht gesagt, wandelt es deine Materie in Energie um, damit sie übertragen werden kann. Viertens, die stabilisierte Reflektorplattform, die du ja schon gebaut hast. Die bündelt und reflektiert den Molekularstrahl. Wenn du das alles zusammenbaust, solltest du immer im Kopf behalten, dass der ganze Kram verdrahtet werden muss, damit die Teile miteinander kommunizieren können. Wir sehen uns dann am Bauplatz. Viel Glück. Es ist ein Transporter. Es ist ein freaking Transporter. Ich muss eben mal schnell das Ding irgendwo anders hin tun, weil... Leute, wir reden hier von Beamen. Wenn die Raider nicht kommen und das Ding haben wollen, dann weiß ich auch nicht. Hinstellen. Wo es ihr ist. Ne, nicht Wachposten. Das Teil hier. Eins dahin, eins dahin, eins dahin und eins dahin. Ne, nicht in der Werkstatt einlagern. Dann wirst du jetzt hier noch die ganzen Dings drumherum stellen. Okay. Jetzt gucken wir mal. Wir sollen einen freaking Transporter bauen. Das ist sowas von awesome. Ja, natürlich soll ich zur Küstenwache am Arsch der Welt. Wo natürlich keine starken Gegner auf uns warten. Das ist alles. Okay, lesen wir uns das nochmal. Was soll ich da von der Telekom holen? Suche in Telekommunikationsanlagen nach einem Sensormodul. Ach, du Scheiße. Bau einen Strahl mit der Streuter. Okay. Das ist jetzt bestimmt auch alles unter Sonstiges, ha? Huh? Ja. Ja. Also. Das Gerät können wir erstmal da abstellen. Das hier ist eine... Ja, hier müssten wir eigentlich ein Schief dran stellen. Ja, und hier haben wir noch eine Satellitenschüssel dazu. Ja, okay. Okay, ich glaube, die Transportervorrichtung ist damit fertig. Aktiviere den Engel. Okay, Leute. Wie soll ich das aktivieren? Wartet mal, ich muss mal ganz kurz die Geschütztürme ein bisschen besser verteilen, weil... Die Anlage ist jetzt etwas größer geworden. Ist mir scheißegal, ob das jetzt sinnlos ist, dass ich hier Geschütztürme hinstelle oder nicht. Ich traue den ganzen hier nicht. Ach, Nick! Nick! Nick, Nick, Nick! Mensch, Dachchen, spielst du Transporter schief? Sehr gut, okay. Keine Star Trek Anekdoten mehr, alles klar. Gut, okay, jetzt müssen wir uns aber wirklich bloß noch eins überlegen.
Das wird eine ziemlich gute Frage sein. Dafür sorgen, dass wir genug Energie haben. Ja, das ist das Problem, Sturgeons. Wie kriegen wir hier Energie hin? Energie. Haben wir irgend so einen freaking awesome Generator? Der produziert plus 3. Okay. Uns fehlt Alu. Okay. Nick, mein Schöner, wir beide gehen mal jetzt mal auf eine Mission. Wo ist er hin? Wo ist Nick? Carla. Ja? Carla, hey, meine Carla. Schöne. Bitte sag mir, dass du viel Alu für mich hast. Ja, ich brauche Alu. Dann lass mal sehen, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Ja, her damit. Alu. Waffen, Kleidung, Hilfsmittel, diverses. Schrott. Leider steht hier nichts von Alu. Okay. Nick, bleib mal stehen. Ich hab dich doch da eben laufen sehen. Wir beide suchen uns jetzt Alu. Und 50 Sicherheitsteams. Hey, Valentine. Sollen wir wieder aufbrechen? Ja. Gehen wir. Gut, gehen wir. Du bist ein Wunder der Wissenschaft, Monsieur Nick. Warte bitte auf mich beim Hauptquartier. Ich ärgere mich gerade, dass ich das nicht beim Hauptquartier bauen kann, diese fette Transporterplattform da. Das wäre awesome, aber egal. So, Alu. Könnte Sturgeons was davon haben? Mal gucken, ob der Alu hat. So, jetzt müssen wir die ganzen scheiß Händler abklappern für blödes Alu. Yay! Läuft nicht gut. So. Lass mich raten, die blöden Türme haben da, naja, ihr Beitrag zu geleistet, dass ich die scheiß Türme nicht bauen kann und dass Sturgeons gerade weiß, dass ich was macht. Aber du könntest was haben. Ja, ich. Zeig mal, was du so hast. Vielleicht hat ja Percy Alu, Schrott, Aluminiumdose. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, wir nehmen das erstmal. Ich habe keine Ahnung. Also, habe ich jetzt gerade auf. Was habe ich ihm gerade gegeben? Nichts. Gut. Handel abbrechen, ja. Können wir uns hier irgendwo hinsetzen? Ja, ja. Jetzt müssen wir erstmal auf Sturgeons warten, weil. Nicht auf Sturgeons, Quatsch, auf Arturo. So, Tee warten. Da machen wir mal 5 Stunden draus. Ah, wer könnte Alu haben? Ich würde ja gerne mit dir reden, aber ich habe zu tun. Ja, ich würde dich gerne ignorieren, aber du quatschst mich ja an. Ich hab Knarren. Oder willst du nicht? Ja, ja. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Selbst schon. Waffen, Kleidung, Hilfsmittel, Er hat Alu. Ich werde jetzt aber nicht das Ganze. Ach, fuck. Alter, Scheiße. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich verkaufen kann, weil das ist. Das ist ganz schön teuer. Nee, das Ding ist zu viel wert. Ganzen Blutpakete zum Beispiel. Das behalte ich mal noch. Die Bonbons Gazett. Dem Mais, warum nicht? Medex. Mentets. Die Eier sind alle nichts wert. Super. Mysteriöse Serum gebe ich nicht her. Nuka-Cola Sherry. Nuka-Cola Quantum. Redex gebe ich nicht her. It's Death's Boy. Süßkuchen und Herbeeren. Todeskrallen-Omelette. Gut, das ist natürlich mein diverses.
Gibt's hier irgendwas, was ich noch verkaufen kann? Hey, dann gehen wir mal eben schnell zu meiner Munition. Oh, Gott sei Lob, danke. Gott sei fucking Lob, danke. Kommt, jetzt verkaufen wir mal noch den ganzen Rest. Zack. Was habe ich denn jetzt hier gegeben? Irgendwas würde ich... Ja, Nuka-Cola würde ich wieder nehmen. Vorsichtshalber, weil... Das gibt einen ja Boni, ne? Nuka-Cola-Dings hier und... Quantum. So, perfekt. Jetzt kann man das ganze Alu von ihm kaufen. Mein Schöner, dein Alu bitte. Danke. Jetzt schulde ich dir noch 107, weißt du was? Ich danke dir erstmal. Annehmen, meins. Supi. 50 Aluminium in der Tasche. Na, jetzt gucken wir doch mal, was wir jetzt machen, ne? Es wird Zeit zum Beamen. Ich ärgere mich immer noch, dass ich das Ding nicht in der Burg gebaut habe. Aber na gut, wir brauchen ja Sturgeons. Leider. Vielleicht kann ich ja so ein Ding doch nochmal in der Burg bauen. Ach, scheiß drauf. Und das Ding steht im Regen. Ups. Naja, egal. Baumenü. Energie. Generator. Das Ding hier. Kann ich das? Nein. Nein. Ich brauche dafür noch Wissenschaft. Dann müssen wir uns mit dem Ding hier begnügen. Scheiße. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Space-Kabel anbringen. Space-Kabel anbringen. Sind die jetzt hier alle miteinander verbunden? Ja. Gut, das Ding braucht allerdings noch mehr Energie. Also hier noch ein Generator hin. Und dann hier. Es mit dem Teil verbinden. Okay. Dafür haben wir Strom. Wie viel? Die Konsole braucht nur 2. Wow. Das benötigt nochmal 5 Energie. Sturgeons, du solltest deinen Kopf wegnehmen. Wie viel brauchst du? Okay. Würde ich sagen, stellen wir hier nochmal einen Generator hin. Huch. Kabel hier mit verbinden. Können wir das hier nicht anbringen? Okay. Weise Hernot. Und einmal Escape. Sturgeon ist jetzt hier reingebackt. Der meinte doch, wir sollten diesen klassischen... Der Ritter Valkyren. Ja. Das ist passend. Sollten wir das jetzt hier alles miteinander verbinden? Eine Sekunde mal. Daten. Aktiviere den Signalempfänger. Den hier? Ich muss dafür sorgen, dass es am selben Netz wie der restliche Signalfänger hängt. Ich will nur ein bisschen handeln. Vergewissere dich, dass der Emitter exakt auf die Plattform ausgerichtet ist. Sonst wird das nicht funktionieren. Okay. Hier mit einem Ring. Und dann ein Kabel mit dem hier verbinden? Nee. Hier mit? Nee. Okay. Das hier ist der Emitter. Das hier ist der Terminal-Schlüssel. Das ist die Plattform. Das ist die Steuerkonsole. Kann man das hiermit verbinden? Nee, ist zu weit weg. Das kann man bloß lagern. So, wartet mal. Das
setzen wir das mal ganz kurz um, und zwar hier hin. Nein, nicht in der Werkstatt einlagern. Habe ich das jetzt hier alles miteinander verbunden? Scheint so. Es fehlt nur die Plattform. Und irgendwie denke ich mal, dass die hier drunter muss, nicht wahr? Nein, ich will es nicht ein... Ah, ja. Von meiner Seite sieht alles gut aus. Bereit auszuprobieren, ob das Teil wirklich funktioniert? Sieht gut aus? Sieht fucking awesome aus! Wir müssen jetzt bloß mal gucken, was mir jetzt nicht gefällt. Wenn jetzt irgendjemand angreift, der wird Spaß haben, zum Beispiel mir die Energie zu klauen. Und das sehe ich irgendwie nicht ganz so ein, ne? So. Also stellen wir jetzt mal hier so die Geschütztürme auf. Den ziehen wir noch ein bisschen vor. So. Nein, nicht in der Werkstatt einlagern. Ich will nur einfach bis aus der Werkstatt raus. So, Sturgeons, dann rede mal mit uns. Bist du bereit auszuprobieren, ob das Teil wirklich funktioniert? Ready to beam up. Sollten wir es nicht erstmal testen? Ich wünschte, das ginge, aber wir haben nur den einen Frequenzcode. Wir können das Teil nur testen, indem wir das Signal des Instituts kapern. Aber das können wir nur einmal machen. Sobald das Institut mitbekommt, was wir gemacht haben, ist der Code nutzlos. Und ich glaube kaum, dass die Eierköpfe zweimal pennen. Okay, dann let's go. Legen wir los. Bist du sicher? Einer zum Beam. Okay. Du musst doch nicht viel machen. Stell dich einfach auf die Plattform. Ich suche nach einem Signal des Instituts, das wir kapern können. Dann schmeiß ich das Ding an und wir schauen mal, was passiert. Okay. Ich bin bereit, wenn du es bist. Ja, aber sowas von haut drauf. Haut drauf. Setz drauf, hauen! Verdammt doch mal! Hau dich drauf! Jetzt nicht mehr bewegen. Wollen okay. Keinen Datenverlust beim Molekularstrahl riskieren. Okay. Übrigens, ich habe mir gedacht, dass das die perfekte Gelegenheit ist, so viel wie möglich über das Institut und ihre Pläne rauszufinden. Auf diesem Holoband ist ein Programm, das ihr Netzwerk untersucht und alles kopiert, was es findet. Ja. Oh oh. Wir sollten uns besser beeilen. Und keine Sorge wegen des Schlauchs, der darum wackelt. Der ist nur da als Verzierung. Okay. Suche nach dem Institutssignal. Generalbereich. Ich hätte die Konsole hier aufstellen sollen. Scheiße. Zusammen. Egal. Der Prototyp muss nicht perfekt sein. Oh, geil. Transport erfolgreich. Außenteam ist nun im Dingstar. Kriege ich jetzt blutigen Tod? Level 7. Ach, 47. Alles klar. Ich will das letzte Mal verlesen. Habe ich noch irgendwas, was ich hier skillen kann? Nee. Dann skillen wir nochmal Glück, weil weiß nicht warum, weil wir es können oder so. Sichern wir erstmal die Gegend. So schön klassische Musik auch sein kann. Erste Kiste, was finden wir? Klebeband. Nick ist nicht bei uns. Das macht mir gerade Sorgen. Was haben wir hier? Stimpack. Ich habe mich gefragt, ob du es schaffen wirst. Du bist ziemlich einfallsreich. Da redet jemand schon mit uns. Na, ganz toll. Man nennt mich Vater. Das Institut wird von mir geführt. Ich weiß, warum du hier bist. Ich möchte mit dir reden. Von Angesicht zu Angesicht. Geh bitte in den Aufzug. Wieso kann ich das nicht benutzen?
Holobandplan, nee. Wartet mal ganz kurz. Ich will ja nicht zu diesem Vater. Der kann es verfolgen, kann überwachen, aber soll ich lege das in das. Lege das Holoband in das Institutsterminal. Okay. Holobandladen, Abschied. Ist das bitte Sturgeons Programm oder so? Netzwerkscanner, könnte es sein? Unterschlupf, Unterschlupf, Unterschlupf. Okay, dann ist es der Netzwerkscanner, oder? Ah ja, perfekt. Sehr gut. Wollen wir mal sehen, was dieser Vater will. Ich kann mir vorstellen, was du gehört hast. Was du über uns denkst. Ich möchte dir zeigen, dass du vielleicht einen falschen Eindruck hast. Weißt du was? Du kannst mich mal. Du hast meinen Sohn. Tolle Lasershow. Das ist die Realität des Instituts. Dieser Ort. Diese Leute. Unsere Arbeit. Seit über 100 Jahren widmen wir uns dem Überleben der Menschheit. Jahrzehnte der Forschung. Unzählige Experimente und Hürden. Eine Vision, wie die Wissenschaft die Zukunft formen kann. Es war nie einfach. Und unsere Aktionen werden von denen über der Erde oft falsch interpretiert. Eines Tages können wir ihnen vielleicht zeigen, was wir geleistet haben. Bis dahin müssen wir im Untergrund bleiben. Das Risiko wäre einfach zu groß. Wie du gesehen hast, sind die Dinge oben instabil. Ich möchte dir erzählen, was wir tun können für alle. Aber das kann warten. Du bist aus einem bestimmten persönlichen Grund hier. Wegen deines Sohnes. Was ist denn das hier? Schraubenschlüssel. Okay, was ist denn ein komischer Schraubenschlüssel? Nasenbohrer, naja, Pinzette. Holy shit. Sean. Sean? Was? Ja, ich bin Sean. Sean, bist du es wirklich? Wer bist du? Sean, wo sind alle? Vater, was ist los? Was geschieht hier? Sean. Alles okay? Du bist nicht verletzt, oder? Was ist los? Vater? Vater! Sean, Liebster. Was soll ich denn tun? Ich kenne dich nicht. Geh weg! Vater! Vater, hilf mir! Hier ist jemand! Hilf mir! Wer ist Vater? Wo ist Vater? Er? Vater! Vater, hilf mir! Sie will mich entführen! Vater? Vater, hilf mir! Sean, S923, Rückrufcode Cirrus. Faszinierend, aber enttäuschend. Das Kind hat überhaupt nicht wie erwartet reagiert. Er ist nur ein Prototyp. Erst jetzt befassen wir uns mit den Auswirkungen extremer emotionaler Reize. Bleib bitte unvoreingenommen. Ich sehe, dass du emotional bist und auf deinem Weg hierher viele Probleme hattest. Beginnen wir von vorn. Ich bin Vater. Willkommen im Institut.